Einen schönen guten Morgen, Angelfreunde. Wie ihr seht, immer die Sonne entgegen und ich habe einen Haufen hübsche Jungs da hinten. Ja, wir befinden uns in Marokko in einem Stausee und heute wird auf Black Bass gefischt. Hoffentlich kneife ich die Augen nicht so doll zusammen. Was haben wir vor heute, Jungs? Ja, euch fertig machen, klar, natürlich. Was soll's? Wir machen heute ein Team. Ich bin in Salah und das wird mega geil. Also ich habe schon ein paar Würfe gemacht, muss ich sagen. Also drei Würfe, drei Fische. Und drei Würfe, drei Fische. Ich habe ein gutes Gefühl heute, dass wir das Ding machen. Klar, wir wollen auf Schwarzbarsch und natürlich nebenbei einen kleinen Battle, damit einer heute Abend Essen bezahlt. Auf jeden Fall, ihr seid dran, also beziehungsweise ihr seid dabei und es wird spaßig auf jeden Fall. Also schreibt vielleicht mal in die Kommentare, wer von uns hier das Battle macht. Also könnt ihr vielleicht mal kommentieren. Ne? Wir beiden auf jeden Fall. Ah, ihr beide! Es geht los und seid gespannt. Zeit ist Fisch! Zeit ist Fisch! Leute, sowas Geiles. Endstand, sag ich euch. Endstand hier. Zack. Auf Komodo Chat. Nummer 4. Nummer 4. Die machen sie fertig. So sieht aus. Das ist jetzt nicht Nummer 4, das ist Nummer 2, ne? Nummer 3. Nee, 3. Ah, 3 nach der Ansage. Der andere zählte nicht. 2, das ist der zweite, den hast du verloren. Den zweiten. Das ist jetzt der zweite. Die fangen wieder zu heulen. Fisch. Das ist der zweite. Fisch. Da, Fisch, geh rüber. Da ist nochmal 4 gewesen. Ich habe euch gesagt, ich mache euch fertig. Hast du uns jetzt kopiert, wieder ein Chartreuse nee, drauf? Ich habe euch nicht kopiert. Na klar, die gleiche Farbe, guck mal. Ja, natürlich, muss ich mir das mal ab. Ach, solche Fische zählt man gar nicht. Doch, Fisch ist Fisch. So kleine. Sag ruhig. Oh, der ist ein schöner. Geil. Schöner Fisch. Yes! Number one. 2-1 haben wir. Die sehen ganz anders jetzt. Ach, du hast doch einen Chartreuse dran. Ja, na klar habe ich einen Chartreuse dran. Ah, du. Schön. 2-1. Jawohl, lass ihn frei. 3-1. Ja? Oh nein. Alter, ich will auch mal angeln hier. Der Schwirene hat wieder zugeschlagen. Was ist los, Ascharov? Hat er sofort gekontert? Pass mal auf. Ich konnte auch gleich wieder. Halt auf, Jan. Kannst du gleich meinen Drill wieder? Ich muss ihn nur landen. Oh, ich hoffe. Leute, ich komme gar nicht dazu zum Angeln. Er macht sich schon fertig alleine, der Jan. Ich brauche nicht mal Angel. Ich hoffe, der verliert ihn. Nein. Der ist gut. Jawohl. Oh, nein. Teil, Leute, guck mal dahin an. Hier, das ist doch Wahnsinn, oder was? Ne? Und wir sind wieder in Führung. So sieht aus. Ja komm, 3-1 statt 4-1, komm. Jetzt haben wir 3-1. Ich habe gerade rausgeworfen, vielleicht kriege ich den sogar in der Absinkphase. Aber nur vielleicht. Also anscheinend der Jan alleine reicht gegen 2 Leute. Der macht das schon, oder Jan? Ja, das Anfängerglück. Er macht das schon, Anfängerglück. Der sagt der Richtige. Er kann Barsch, Zander und Hecht, aber glaube ich... Das reicht aber für die Barsch. Reicht er fängt schon zu heulen. Der heult schon. Aber man sieht gute Laune. Also ich angle auch jetzt. Jo. Jawohl. Jawohl. Das ist ein guter? Das ist ein guter. Route runter. Aber voll auf, geht voll oben immer. Die gehen sofort nach oben. Ja, die wollen springen. Na, was ist los da hinten? Ascharov. Ja, das geht. Wir haben gerade angefangen. Freut euch nicht so viel. Ja, wir haben gerade angefangen, aber schon 4 Fische. Ja, ja voll weggehen. Das Ding, der nächste. Also, das ist ja krank. Leute, das ist echt krankes Angeln. Also, hier. Jan, sag mal so. Ein bisschen Erwartung. Hast du mich gestern gefragt, ob wir vielleicht mit ein bisschen Glück 5 Fische am Tag fangen? Ja, habe ich gefragt. Er hat also gestern. Wie viele hast du jetzt schon gefangen? Muss ich wirklich sagen. Ich weiß gerade. Wir haben ja davor im Battle auch ein paar Würfe gemacht. Und also es ist irre, es ist echt irre. Macht richtig Laune auch. Ich habe denen gesagt, komm, 15, 20 Fische kriegen, wie gesagt, damit 5 wäre mega. Was macht der nach 3 Minuten? Mega. Leute, ihr müsst ans Wasser, ihr müsst das unbedingt mal probieren. Das ist krank.
Das ist echt krank. Was ist gerade passiert? Ja, ich habe einen Fisch gerade verloren. Aber da hast du ihn. Und kannst ihn noch fangen. Und das ist noch zählt er. Gerade heikel. Ich muss ja, komm, weg, weg, weg. Den Punkt holen. Scheiße, der ist weg. Der zählt nicht. Nein. Wir haben 5-1, das geht nicht. Leute. Also wir, ihr habt 1-5. 1-5. Ach Leute, ich verzweifle jetzt schon. Die beiden da, hier, die beiden, seht ihr die? Der hier und der andere. Die machen uns richtig kalt gerade, richtig platt. Die haben jetzt 6 Fische und wir haben gerade mal 1 Fisch gefangen. Aber wir fischen jetzt gerade mal 15 Minuten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, der Tag ist ja lang genug. Und da werden wir ein paar Fische zusammenkriegen. Natürlich freue ich mich, wenn die ein paar Fische fangen. Aber wir wollen auch nicht so dermaßen 100 zu 3 verlieren. Na? Was hast du gesagt? Ich heul nicht. Auf hier vorne. Fisch bei Hassan. Ein schöner. 3-9. Oh, wir rücken immer dichter ran. Ja, Leute, ihr wisst, wie das ist. Der Jan fängt einer nacheinander. Ihr seht ihn im Hintergrund. Der fischt die ganze Zeit den Komodo-Cher, den Chartreuse. Und den habe ich nicht. Es ist eigentlich gar nicht meine Art von jemand, was zu schnurren. Und ich habe ein bisschen meinen Stolz. Ich versuche mal eine von ihm abzukriegen. Sag mal, Jan, hast du noch die Komodo-Cher? Ja, ich habe einen, habe ich noch da. Ich würde dir sogar eine abkaufen. Ach, weißt du was? Warum? 100 Euro. 100 Euro. Oh, ich gebe dir 5 Euro, gebe ich dir. 5 Euro für den Komodo-Shad? Nein, nimm dir einfach einen ja? raus. Machst du so. So, da ist er. Ich habe mir einen 7-Gramm-Kopf mit einem Komodo-Shad und jetzt geht's los. Was machst du gerade? Ich mache mir gerade eine Dropshot-Montage. Die wollte ich dir eigentlich nicht verraten. Ich habe gerade der Jan, was wollte ich für eine Montage gerade dran machen? Dropshot. Siehste, hat er wieder gehört. Hast du es wieder mitbekommen? Was grade, macht er? Nein, das habe ich nicht gehört. Ach, erzähl gerne Märchen. Ich glaube, ihr kommt weiter raus als wir. Ihr habt die Kante vor Leute, euch. Leute, schaut euch das an. Das sind die Profi von heute zu Tage. Ich muss alles improvisieren. Wenn ich keinen schweren Blei habe, dann muss ein 2 ran. Fertig. So, es geht los. Weißt du, bringt das jetzt Fisch? Na Logo, mit Garantie sogar. Komm. Also, ich glaube, ihr wisst auch Bescheid. Das bringt auch nichts. Es liegt einfach an die Finger. So sieht das. Finger. Fingerspitzengefühl oder Spitzenfingergefühl, wie sagt man? Und der Jan wieder Büffelbisse. Ja, da ist er. Geil. Richtig mega. Also, wir haben gleich ein Problem, Jan. Ich glaube, zählen wird schwierig langsam. Wenn wir irgendwo beim 100 landen oder so, sollen wir Striche langsam machen? Wir machen Striche. Am besten auf die Haut von Ashraf. Na, wie sieht aus da hinten mit deiner Dropshot-Montage? Ja, 10-2. Dropshot-Montage. Ja. Wer will da schon passiv angeln? Lieber aktiv. Angel für richtige Männer. 10-2. Ja. Wer hat sich in dem letzten Video etwa... 10-3. Also zu unseren treuen Abonnenten. Da hat sich der Kollege letztes Mal über meinen Dropshot, hat er genannt, Montage sich lustig gemacht. Der hat es gerade selber dran und der macht nicht gerade, sieht nicht gut aus wie ihn. Mach deinen Dropschrott runter. Ich krieg gleich was, pass mal auf. Jawohl. Scheint ein mittleren zu sein, kein großer. Der ist gut, das ist ein guter Fisch, das ist auf ein schöner. Auf Dropshot. So, und hoch damit. Das ist doch ein toller Fisch. Auf schöner Fisch, hier auf Dropshot. Mit Würmchen, sauber gehakt. So, Freunde, die Stimmung wird immer schlechter bei mir. 20-9. 20-9 und der Typ rennt immer noch und will noch mehr Fisch fangen. Das wird schwierig hier. Aber, ja, was soll ich jetzt von Ausrede mir überlegen? Gibt es keine Ausreden mehr? Muss ich einfach mal Gas geben mit meinem Teamkollege da hinten, der Hassan. Und versuchen wir das Beste rauszumachen, ne? Also, ja, ich finde, ach, der Jan Pusch dreht wieder da hinten, da ist der Übeltäter,
Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt Gas geben. Hassan! Rapp! Jo, boom. So, Freunde, wir haben jetzt 23 zu 16 und ich habe jetzt eine Idee. Neue Spielregeln. Ab 50 cm 10 Punkte mehr. Ich würde mal die Jungs mal fragen, was die dazu sagen. Menas, ich habe eine Idee. Kommt da schon wieder mit. Du filmst gerade den Himmel. Ich filme den Himmel, jetzt seid ihr. Ja, was drauf. Hast du für eine Idee wieder? Ab 50 cm, eine okay. Bass, 10 Punkte mehr. Was hält ihr davon? Die Idee ist gut, aber heißt eigentlich, dass du aufgegeben hast oder gar keinen. Nee, Fisch ich habe nicht aufgegeben, aber. Also nachholen kannst du nicht und dann erhoffst du dir einen Fisch. Nee. Jetzt werden die Regeln wieder neu gemacht, mitten im Battle, aber gut. Du, okay. Wir machen das. Das ist spannend. Spannend machen wir einfach. Okay. Ab 50 cm 10 Punkte mehr. Aber was ist, wenn wir den 50er haben und Stückzahl? Dann habt ihr gewonnen. Dann gebe ich das Essen aus heute Abend. Bleibt dann mir nehme ich nichts. Den teuersten Dessert, den es da gibt. Okay, ja. Machen wir. Gut, das so machen wir das. Geworden. Bleibt dran. Hat geklappt. Die Chance ist da. Wir haben immer Punktabstand, immer so 10 Punkte. Und wenn wir einen 50er fangen, dann sind wir dichter dran. Und das ist mein Ziel. Geht weiter. Ich hoffe, ein Fuffi. Hassan hat da hinten einen Fisch. Ich laufe schnell her. Guck ich mal, was da los ist. So, Leute, der Hassan, wie ich gesagt habe, der hat was gefangen. Er hat einen guten Fisch. Müsste ein 50er plus sein. Der Salah bringt gleich den eine Messlatte oder ein Messbrett oder was auch immer zum Messen. Ich halte den jetzt erstmal im Wasser, bis der Salah kommt. Ich hoffe, dass das ein 50er, dass wir 10 Punkte kriegen. Leute, Leute. Yes! Leute, Leute. Mach mal das Ding auf, Salah. Zeig mal kurz. Komm mal kurz. Das könnte knapp werden. Die Konkurrenz hat Angst. Hast vier in der Bauwisse. So. Das kann knapp werden. Sieht echt nach einem 50er aus. Lege mal das Ding hin, nicht so weiter. Ja, du kommst rüber. Komm, das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ja. Mach mal zu. Komm Leute, komm, ich noch nicht dran. Ach komm, ist egal. Yes, der hat keinen 50, Leute, der hat 48. 48,5. Schade. Ein bisschen Schummel. Selbst mit Schummel. Selbst mit Schummeln ist 49. Also Leute, normalerweise, wir messen hier die Barsche mit einem geschlossenen Maul. Geschlossenen Maul. Ja, wir lassen den schon mal frei. Ja, aber 49 höchstens. 49er. So, lassen also das heißt, ich habe gerade gefangen, 29 zu 18. Zu 18. So, oh. Machen wir ein paar Fotos für Hassan und dann kommt er frei. Schade. Die Fans. So. Yep. Weg oh. Ist er. Ich sollte auf den Fisch halten und nicht auf deine Schuhe, Aschraf. Ja. Ja. Ich sag mal Petri. Petri, mein auf Freund. Den du den nicht gefangen hast. Ja, super, nehmen, Hassan. Mein Freund. Jawohl, was los? Was ist das für ein Gefühl, wie ein anderer fangen und du fängst gerade schlecht? Dann ist halt so, das ist Angeln. Was soll ich machen? Zaubern kann ich auch nicht. Ich habe nicht nach Ausreden gefragt. Was ist das für ein Gefühl? Du sollst mir dein Gefühl beschreiben. Gefühl? Das ist ein ganz beschissenes Gefühl. Was sonst? Ich will auch fangen. Das war die richtige Antwort. Aber das ist mein Teamkollege. Wir sind hier in einem Team. Und der hat einen 49er gefangen. Okay, das ist Respekt. Haben wir natürlich die 10 Punkte nicht gekriegt. Wow. Aber ist trotzdem ein schöner Fisch. Und du bist wieder hier hinterher gerannt. Weil ja, sonst, der hat hier gefangen, würde ich mich auch genau. Hinstellen. Also wir fischen die ganze Zeit relativ tief. Wir fangen Frequenz ohne Ende. Und wir vermuten, dass sie halt Richtung Nachmittag ein bisschen flacher kommt. Flacher, das Wasser wird wärmer und die ziehen. Ist eine schöne Bucht. Also, du hast gesehen, die sind da. Die sind da, ich gebe Gas. Jawohl. Jawohl. So, aber so. Wir machen erst mittags. Ach so. Mittags, Leute. Letzter Wurf, dann machen wir erstmal Mittag. Genau. Wir einfache sehen Sachen. Uns gleich. Und ich
Eigentlich wollen wir ja nicht übertreiben mit dem Video, ist ja immer viel zu lang. Wir nehmen euch auf, was der Jan gleich über das Essen sagt. Ja, das ist nicht normal. Wir haben mega krass gegessen, also alles von Feinsten, mega teuer. Und dann natürlich, wenn wir unterwegs sind, wo kein Mensch ist und in der Wüste, dann kaufen wir so eine Art Thunfisch mit Tomatensoße, die schmieren wir einfach in Brot. Und er sagt jedes Mal, das ist das Beste, was... Instant, Leute! Das Beste. Leute, wir haben gestern hier diese teure Kram, diese... Teure Kram gegessen, hat den nicht so wirklich geschmeckt. Sagt er gut, aber dann aber diese... Aber Fischdose schmeckt... Instant! Instant, so, zeigen wir euch. Zeigen wir euch gleich. Ja, der Jan angelt fleißig weiter. Ich bin ja rüber gerannt, habt ihr ja gesehen, dass wir den Fisch messen. Ja, mein Freund, es war echt eine knappe Sache. Ja. Aber wir haben Glück gehabt. Sogar mit offenem Maul. 49. Nee, wirklich? 49. Okay, gut. Ja, wir haben versucht, sogar ein bisschen, bisschen großzügig. Ich habe gesagt, komm, wir missen die normalerweise mit geschlossenem Maul. Komm, lass den Maul offen. 49. Okay. Boah, das war und genau. Hat der Schwanz was zusammen gemacht hinten? Haben die alles versucht. Die sind nicht an die 50 gekommen. Aber der hat 49. Ich meine, das ist schon geil. 49, Fisch, ne? Ein Hammerfisch. Muss man anerkennen. Der größte bis jetzt. Also. Aber flach. Wir müssen, aber also flach. Wir machen mittags, habe ich ja gesagt. Und wir fischen ein bisschen flacher. Ja. Er sieht viel, viel geiler aus. Klar, Frequenz hin oder her macht Spaß, aber so ein Maul. Mmh. Ja, das haben wir. Da sind wir wieder. Mittagspause oder Mittagspause. Okay. Ja. Es geht auch einfacher als irgendwo im Restaurant mit irgendwelchen teures Kram. Klar, schmeckt mega. Habt ihr bestimmt verschiedene Stories gesehen. Aber der Jan ist schon wieder dabei. Es ist einfach Hammer. Thunfisch mit Tomate. Und dann dazu das leckere Brot hier aus Marokko. Ich sage euch Leute, das ist Lebensqualität, das ist Endstand. Ja, mal ganz ehrlich, was war jetzt besser? Diese Dose oder die teure Fischrestaurant? Die Dose hier. Eindeutig. Na klar. Komm, lass uns mal reingucken. In die Dose. Das ist Wahnsinn. Lecker, Leute, und wenn ihr das so ein bisschen mit Brot tunkt, hier so rein, also besser geht's ja gar nicht. Und das in der Natur. Ein paar Oliven einfach Spaß. Dazu hier. Mm. Wahnsinn. Also, es geht auch einfacher, Leute. Aschi! Das Leben ist einfacher, als man denkt. Paar Bananen, paar Fischdosen und fertig ist das Ganze. Ach, zeig uns mal dein Glas. Mein Glas hier. Eine halbe Wasserflasche. Was will man noch? Es muss einfach mal funktionieren. Ne? Mal zeigen. Hast du die halbe Flasche geschnitten, oder was? Guck mal, die Hälfte, sag mal die Hälfte. Hier. Das machen wir auch gleich vor. So, Leute. Der Hassan hat Käse. Lass euch schmecken. So macht man das eigentlich richtig. Bon Appetit. Also Käse rein. Käse mit Thunfisch und Tomatensauce. So. Und der Jan wieder ist am Stöhnen. Lecker, ja. Wirklich lecker. So, jetzt essen. Mach mal das Ding aus. Essen, Hammer. Der nervt, der Typ. Ja. Mit dem ganzen Öl. Lecker Schmecker. Das sieht so krass aus. Ich denke, wenn wir da schon. Ja, Freunde. Der Jan trinkt sein Wasser. Ist auch ganz schön warm. Mitten in den Januar. Wir machen gerade jetzt einen Spotwechsel, weil. Ja, tut sich gerade nicht viel. Es steht gerade. Ja. Aschraf will das bestimmt nicht gerne hören. 35 zu 24. Nein, so. 25 zu 34. Also 34 für uns zu 25. Wir machen jetzt Spotwechsel und erhoffen wir uns die große Fische. Attacke! Genau, Zeit ist für Schluss. Aber der angelt immer noch. Wir haben schon aufgehört, ist immer mit unfairen Mitteln, geht gar nicht. Guck mal, alle haben gepackt. Der sein Teamkollege da hinten. Und der einzige. Der zählt nicht mehr, Aschi. Hier, guck mal, Leute, hier. Der Einzige, der noch angelt. Und nichts fängt. Ja. Hast du den so eingeschätzt, der Jan, dass er so unfair ist? Der hat mir die ganzen Komodos geklaut. Ja. So, auf geht's. Der hat Aschraf. Wow.
Ja, Aschi, da sind wir denn. Zählt noch nicht. Zählt noch nicht, der war das erste da. Aber ganz ehrlich, Leute, braucht man das Ganze? So herrlich, oder? Ja. Guck mal, der Jan. Ganz entspannt, wir sind die Letzten, aber wir werden die Ersten sein. So sieht er aus. Also, wir sind am Spot. Der Aschi macht gleich einen Schwung, direkt an die Mauer quasi, an den Damm, sieht richtig geil aus. Und was machen wir hier? Wir fangen wieder mehr als die Aschi, wa? Ja, ja, würde so, ich auch sagen. Attacke. Ich filme einfach und lasse sie mal einfach sabbeln. Ich fange sowieso den 50er gleich. Und dann habe ich. Dann würde Aschi führen. Führen. Schaut euch 50er. Das an. Also, wenn da keine Fische stehen. Gucken wir mal. So, genau, Leute. Der Jan hat einen schöner Fisch. Wow, sieht jetzt der geil. Das war geil. Schöner Fisch. So, wie groß war dein größter Fisch? Ich weiß gar nicht, irgendwie knapp 40, aber der müsste doch über 40 haben. Ja, okay, das ist einfach so. Über 40, wie mach ich schnell nass? Na, komm. So, legen wir die hier auf den Box. Ja. Oder gerade, ohne dass er viel. Ja, ganz kurz nur. Ich halte schon den Maul fest. Das ist ganz normal. Nicht gerade machen den Schwanz. So, ganz komm her, Hassan. Hassan. Oh! Der hat 50! Oh, Feierabend! Der hat 50! Der hat 50! Hätte ich nicht gedacht. Ich hab den Kleiner eingeschätzt. Schnell wieder zurück. Also, und er ist der 50er Barsch. Ist das geil! Und das heißt 10 Punkte mehr. Also du kannst backen, du kannst Feierabend machen. Oh. Ist das geil! Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte eigentlich weiter angeln, aber das macht keinen Sinn. Der Jan hat, wie ihr gesehen habt, hat einen 50er gefangen. Meine Taktik war, bis am Ende dran zu bleiben. Wenn uns irgendwie 5, 6 Fische fehlen und am Ende fange ich den 50er, aber wir haben in derselben Stelle geangelt und er hat den 50er gefangen. Ich habe ihn noch nie so viele Reden gehört, bla bla bla. Aber das ist die Zeit, wo die Großen kommen. Also ich würde sagen. So, ich würde sagen, ist weitermachen. Sowieso. Wie, wollen wir jetzt Schluss machen oder weiter? Nee, also eine Chance haben die nicht mehr. Wir machen jetzt Schluss, also warum? Zumindest für euch. Jan sagt warum. Weißt du was? Wir haben gleich kein Licht, aber. Vielleicht sehen wir uns am Restaurant. Und dann wissen wir, wer der gewonnen hat. So, liebe Angelfreunde, wir sind endlich am Restaurant. Mittlerweile sind 3 Tage vorbei, also nach dem Wettbewerb, es war den Battle. Und 3 Tage Stress mit dem Aschi. Ich sag, komm, essen, sagt er später morgen, komm, wir haben gerade gegessen, wir haben keinen Hunger, bla 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 bla. So, jetzt hat's von, wir haben den teuersten Restaurant im Agadir ausgesucht und er wird bluten heute. Wisst ihr, was ich mache? Hier habe ich die Karte. Ich werde nicht drauf gucken, was da für Sachen die anbieten. Ich gucke echt nach den Preisen. So machen wir das hier. Wir legen. So, pass mal auf. Du bist ein Spinner. So. Du bist einfach ein Spinner. So. Klar, ich hätte gerne das oder dies, aber es ist mir in diesem Fall egal. Ich lege die Hand drauf und ich gehe einfach nach den Preisen. Und man sieht, er freut sich nicht. Du, ein Mann, ein Wort. So, ich halte mein Wort und er kann alles bestellen, was er will. Oder ihr könnt euch alles. Er kann noch gut reden, aber gleich muss er bezahlen. So, schauen wir mal, was geht hier. So, die Hand drauf. Ja, du hast ja nur 2 Hände. Hier. 60, beziehungsweise 600. Ein Teller, 60 Euro. Weiter geht's. Das ist nur die Vorspeise, oder? Alles, es gibt alles. So, Leute. Bleibt dran, gleich nehmen wir auch den Tisch komplett auf und dann seid ihr mal gespannt. Sehen wir gut aus. So, langsam geht's hier los. Die Vorspeisen sind da. Also, wenn das relativ viel aussieht, sind nur die Vorspeisen. Und guckt euch das an. Das ist nicht mal nebenan gemacht. Das ist schon 5-Sterne-Restaurant hier. Mit viel Liebe gemacht. Guck mal, seine Hände sind unter den Tisch gesponnen. Nee, er macht die ganze Zeit so. Ja, hast du gesehen? So, die ganze Zeit macht er so. Also, wir lassen uns erstmal die Vorspeise schmecken. Dann kommt Hauptspeise, Dessert und noch mehr. Komm. Guten Appetit. Jawohl. So, Leute, Vorspeise war lecker. Jetzt haben wir die Hauptspeise.
Na, tut weh? Nein. Komm. Lasst euch mal schmecken. Mach mal die Kamera gerade, die ist gerade schief. Ich kann nicht, ich muss essen. So, Jens. Sieht gut aus. Sieht schon schlapp. Sieht wunderbar aus. Wertschulden muss man einlösen, Leute. So sieht's aus. Das ist ein fetter Tisch hier. Ich glaube, sowas wird in Deutschland kaum bezahlbar. Okay. Mega lecker sieht das aus. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Agadir in Marokko mit Hassan. Bon Appetit. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.